Ich möchte behaupten, dass viele Fahrer ihren Reifen zu 99% lediglich 30% nutzen. Doch da ist dieses eine Prozent, wo sie diesen Reifen zu 100% oder sogar zu 120% nutzen, wo sie dann stürzen und eigentlich gar nicht wissen, warum. Heute geht es genau um das. Sehr spannendes Video, bleibt dran! Gehen wir mal davon aus, du fährst 100 km/h in einem aufrechten Zustand, permanent konstant, also 100 km/h. Ne? Was denkst du, was so ein Reifen da an prozentualer Nutzung von seinen maximal möglichen 100% bekommt? Ich sage jetzt mal einfach, schmeiß es mal in den Raum, 10%. Ne? Hat ein bisschen Belastung, hat eine gewisse Geschwindigkeit, eine gewisse Rotation, sagen wir mal 10% Nutzung. So, jetzt sagen wir mal, was ist mit dem Reifen, wenn du jetzt 60 km/h konstant in einer Schräglage von 65 Grad fährst? Was theoretisch gar nicht möglich ist. Stimmt, du fährst quasi den Reifen 100% über oder mehr als 100%, was der Reifen kann, und stürzt. So, und jetzt gehen wir mal von einem möglichen Beispiel aus. Sagen wir mal, du fährst 60 km/h durch eine Kurve konstant mit 45 bis maximal 50 Grad Schräglag. Was denkst du, würden wir dann ungefähr für eine Nutzung dieses Reifens haben? Ich schmeiße jetzt wieder mal in den Raum und sage 90%. Vorweg würde mich mal interessieren, was du für Schräglagen fährst. Fährst du Straße, Rennstrecke oder beides zusammen oder nur Rennstrecke, nur Straße? Hast du ein Schräglagenmesser oben? Manche Motorradhersteller haben das ja schon serienmäßig. Würde mich interessieren, was fährst du für Schräglagen und wo siehst du quasi für dich selbst dieses Potenzial oder dein Potenzial, wo du noch mehr von dem Reifen nutzen könntest? Würde mich interessieren, drück mal gerne auf Pause und schreib's mal gerne in die Kommentare, dass du im Nachhinein nicht beeinflusst bist. Stichwort Potenzial nutzen. Du wirst bestimmt das ein oder andere MotoGP-Rennen, Superbike-WM-Rennen oder du wirst auf der Rennstrecke auch ein paar Kumpanen haben, die viel schneller sind als du. Um genau zu sein, wie kann es eigentlich möglich sein, dass ein Profi oder ein schneller Hobbyfahrer 20 bis 40 Sekunden schneller pro Runde fährt als manch anderer, aber irgendwie die gleichen Fotos bei rauskommen? Und was man überhaupt nicht versteht, warum sind die langsameren Fahrer teils mehr sturzgefährdet als die schnellen? Das ist echt eine sehr interessante Geschichte. Das hat beim Profi zum einen natürlich mit sehr viel Übung, vorausgesetzt natürlich sehr viel Talent, was die natürlich alle haben, da gibt es keinen Talentlosen, absolut überhaupt nicht mehr. Es hat aber auch sehr, sehr viel mit dem physikalischen Verständnis und der Theorie zu tun. Das heißt, bevor du jetzt abschaltest und sagst, ich bin sowieso talentfrei und bei mir ist es sowieso zu spät, ich bin zu alt für das, hör dir das vielleicht an. Ich denke, dass man mit der Theorie und mit einer vernünftigen Basis an Hintergrundwissen so das ein oder andere kompensieren kann und vor allem sicherer machen kann und dann eventuell auch schneller. Der hauptsächliche Unterschied beim Profi ist, dass er den Reifen nicht nur zu 90 oder gar 100% in den Schräglagen am Scheitelpunkt nutzt, nein sogar, er nutzt den Reifen eigentlich die ganze Runde über hinweg in diesem Bereich. Also er ist permanent am Ausnutzen des maximalen Potenzials des Reifens, was der Hobbyfahrer in der Regel nicht kann. Und genau da teilt sich diese Spreu vom Weizen. Aber was sehr einfach ist für einen Hobbyfahrer, ist so diese maximale Schräglage aufzubauen und diese so lange wie möglich zu halten, dass die Fotos gut aussehen. Und deswegen hat teils ein Hobbyfahrer die gleichen Schräglagen, die gleichen Bilder wie ein Profi. Die Physik zum Vorteil verschaffen. Ich denke, auf der Geraden ist es fast für jeden möglich und es weiß auch jeder, dass man maximal beschleunigen und maximal bremsen kann.
Im aufrechten Zustand ist es jedoch so, und ich benenne jetzt wieder einfach mal eine Prozentzahl, Pi mal Daumen, ist einfach so ein Bauchgefühl auch von mir, dass der Vorder- und der Hinterreifen in aufrechten Positionen, egal ob man jetzt voll beschleunigt oder voll bremst, maximale Nutzung von 60% aufweist. Denn ich denke, wenn du das Vorderrad im aufrechten Bremsen zu 100% nutzen würdest, dann würdest du eigentlich vorher drüber abgehen. Ne? Du würdest einen Überschlag machen, einen Stoppie oder sonst was. Aber 100% eines Vorderreifens im aufrechten Zustand zu nutzen, ohne über vorne abzugehen oder bevor das ABS regelt beim Straßenmotorrad, glaube ich eher wohl nicht. Du weißt, auf was ich hinaus will? Mal sehen, bleib dran. So, jetzt ist es natürlich so, dass ich im aufrechten Zustand theoretisch dass ich beim Beschleunigen oder beim Bremsen quasi noch eine Reserve oder noch ein mögliches von 30% habe. Dann wäre ich bei 90% und 10% ist halt so meine Sicherheitsreserve. Ne? Das heißt, ich könnte beim Beschleunigen und beim Bremsen quasi noch 30% auf meinen Kollege Reifen hin drauf packen. Wie mache ich denn das? So nebenbei, das ist ein gesponsertes Video von meinem Freund Eder Thomas hier, der Eder Racing. Macht ein paar richtig coole Events dieses Jahr, verlinke ich natürlich unten in der Beschreibung. Ich bin auch bei vielen Events vor Ort. Ich hoffe, wir sehen uns da. Vielleicht können wir die eine oder andere gemeinsame Runde fahren. Weiter geht's in der Theorie. Grundlegend ist es so, die maximale Schräglage ist der letzte Tod, den ich sterben möchte. Es ist ja quasi immer so, dass man muss ja immer irgendein Opfer tragen, um was zu generieren. Ich muss das und das riskieren, damit ich schnell bin. Ich muss das und das arbeiten, damit ich Geld verdiene, etc. Es geht ja immer ums, ne, ums, was muss ich machen, damit ich was kriege. So, und bei mir ist so diese Maximalschräglage, die für mich am gefährlichsten ist. Ne? Und jetzt kommt ein Spruch von einem Profi-Rennfahrer, den ich mal gehört habe, und der ist der Hammer. Und das hat er in einem österreichischen Dialekt gesagt und hat er gesagt, geherrscht. Schräg darfst nicht fahren, weil das ist gefährlich. Das ist wirklich so. Das Einzige, wo dir wirklich was passieren kann, ist theoretisch in Schräglage. Oder das Risiko ist in Maximalschräglage. Ich rede von der maximalen Schräglage am gefährlichsten. Denn desto schräger, umso mehr Prozent nutzt du von deinem Reifen aus und umso gefährlicher könnte es dementsprechend sein. So, und das Ganze ist mir extrem bewusst geworden und das kommt auch jetzt aus diesem Grund zu diesem Video. Am 24.02. habe ich den Slowakiering mit ein paar Freunden und engen Kunden zusammen exklusiv gemietet. Das heißt, wir waren ganz alleine, 20 Leute auf einer Rennstrecke, war ein richtig geiles Event. Ein paar von euch waren dabei, war wirklich super. Wetter war gut, es war schön, es war sonnig, blauer Himmel. Aber es war nicht so warm. Also 10 Grad Lufttemperaturen, kühler Wind und so. Vor allem am Slowakiering hast du ganz lange Geraden, also da in die Richtung und hier, also du hast längere Geraden mit hohen Geschwindigkeiten, was schon so ein bisschen dir das Vorderrad auskühlen kann. Und na, das Motto war so, halte das Vorderrad auf Temperatur. Und da ist mir das so extrem bewusst geworden, wie ich das Potenzial des Reifens zum Nutzen habe. Und dann habe ich natürlich versucht, den Reifen vor allem in Kurven Ein- und Ausgängen zu einem hohen Prozentsatz zu nutzen. Ein- und Ausgängen und natürlich auf den Geraden. Und in maximaler Schräglage mit einer sehr hohen Reserve zu fahren. Also vielleicht den Reifen nur 70% genutzt am Scheitelpunkt. Einfach, weil das ist mein kritischster Ort. Wenn ich wo auf die Fresse fliege, dann am Scheitel oder kurz vorm Scheitel oder vielleicht kurz nach Scheitel, also so ganz um den Scheitelpunkt ist meine gefährlichste Stelle, wo ich den Reifen am meisten durch die hohe Schräglage gezwungenermaßen beanspruche. Und da gilt es dann, diese Gefahr so als letztes hinzuschieben. Wie habe ich das gemacht? Wie du dich erinnern kannst, aus Punkt 3 habe ich gesagt, beim Beschleunigen, beim Bremsen, im aufrechten Zustand kann das Motorrad 60%. So, und jetzt habe ich quasi meine übrigen 30% zu diesen 90% auf diese 60% hinaufgepackt und habe das in Richtung Kurvenausgang, also zurück quasi, und Richtung Kurveneingang verschoben. Draufgepackt und verschoben, dieses Potenzial hinein verschoben.
Sondern jetzt könntest du sagen, ja, wie was? Der hat er gesagt, Kurveneingang, Kurvenausgang, das ist ja Schräglage. Schräglage ist gefährlich, also wieso verschiebt er das? Ja, das ist richtig, ist absolut richtig, aber dazu musst du eins ganz genau wissen. Schräglage teilt sich mit Beschleunigen und Bremsen die maximal möglichen 100% des Reifens. So, jetzt muss ich es dir fast aufzeichnen, deswegen schauen wir jetzt mal hier auf mein Tracksheet. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal, weil es gerade passt, den hatte ich ja jetzt eher, den Slowakiering. Die Tracksheets gibt es bei mir übrigens zum Download. Unten in der Beschreibung gibt es auch befüllt mit vielen Informationen. Wer sie noch nicht kennt, viele von euch kennen sie. Ich hoffe, ein paar von euch sind auch zufrieden damit. Jetzt schauen wir uns das einmal kurz an. So, ich nehme jetzt mal für Rot und ich sage jetzt mal, Rot sind 90%. So, und die habe ich, wie ich schon erwähnt habe, am Scheitelpunkt. In dem Fall ist bei dieser Kurve der Scheitelpunkt irgendwo hier. Das heißt, in dieser Phase der Kurve nutze ich den Reifen zu 90% mit 45 bis 50 Schräglag und einer Geschwindigkeit X, sage ich jetzt mal. Ich glaube, bei der Kurve sind es irgendwo an dem Punkt 100, 110 km/h. Spielt jetzt weniger Rolle. So, das Problem ist jetzt jedoch, dass in dieser Phase der Kurve am Scheitelpunkt ich mit meinen 90% spreche ich davon, dass das Motorrad jetzt weder die Bremse hat noch Beschleunigung hat, sondern lediglich die Schräglage. Weil wie gesagt, Schräglage teilt sich mit Bremsen und Beschleunigen die 100%. So, da ich aber noch eine 10%ige Reserve haben möchte, bleibe ich bei den 90% und kann somit weder beschleunigen noch bremsen. Das ist eine reine Phase, wo ich dann von der Bremse runtergehe, Stützgas anlege und dann ist Ruhe. Da passiert nichts. Also das Motorrad ist ganz ruhig, keine Last. Wenn jemand aber meine Tracksheets kennt und resultierend aus der richtigen Linie, dann weiß er, dass diese Phase der Kurve nur ganz kurz ist und die Phase des Eingangs und des Ausgangs zeitlich gesehen länger ist und auch aufrechter ist. So, jetzt ist es theoretisch so, wenn ich den Eingang, mache ich jetzt einmal gelb, wenn ich jetzt den Eingang und den Ausgang, hoffentlich kann man das so weit wie möglich gut sehen, dann durch diese resultierende Linie, dass die gerader ist, aufrechter, ich nur mit 35 Grad Schräglage und einer gewissen Geschwindigkeit und nicht auf der Bremse und nicht am Gas fahre, habe ich ja auf einmal nur noch eine geringere Nutzung am Reifen, weil ich ja weniger Schräglage habe. Sprich, vielleicht nur unsere 60% aus Teil 3, die ich auf der Geraden beim Vollbeschleunigen habe. Ich gehe mal davon aus. Das heißt es ja, dass ich auf diese 60%, die ich dann hier und hier habe, Kurven ein- und Kurvenausgang, dass ich da ja theoretisch bremsen und beschleunigen kann. So, und wenn ich das weiß, kann ich das Potenzial des Reifens für die richtigen Bereiche quasi nutzen. Theoretisch, wenn ich das umsetze, dass ich sage, okay, ich nutze den Reifen jetzt vom Bremspunkt über den Kurveneingang bis hin zum Scheitelpunkt, den Ausgang und den nächsten Geraden, immer zu 90%, kann ich theoretisch sogar am Scheitelpunkt einen Tacken runtergehen. Also da muss ich nicht mal dann die 90% ausnutzen, sondern erreicht es dann auch, wenn ich 80% nur nutze, somit eine viel höhere Reserve habe, aber es durch das, dass der Weg am Kurveneingang und am Kurvenausgang viel länger ist, ich mir so viel mehr Zeit erspare, dass ich mir quasi die erarbeitete Zeit oder der Zeitvorteil, ich mich am Scheitelpunkt ein bisschen auf die Ruhe legen kann und sagen kann, hier nutze ich meine Reserve und fahre dafür hier nicht so schräg, lege dafür mein Potenzial auf den Eingang und auf den Ausgang. Warum macht man das Ganze? Naja, ich muss ja schon dazu sagen, der Titel sagt 90% nutzen. Also es ist so, angenommen, du würdest
deinen Reifen, egal ob jetzt Vorder- und Hinterrad, oder gehen wir mal davon aus, beide. Du würdest jetzt beim Ausgang, beim Eingang, auf der Geraden, im Scheitelpunkt deine Reifen immer zu 90% nutzen, dann wärst du ein Profifahrer. Und der Profifahrer nutzt zwar hin und wieder mal die 100% und auch darüber hinaus und kann es vielleicht trotzdem auch noch abfangen, weil es rutscht, aber das steht in keiner Relation. Wir brauchen das nicht. Das heißt, wenn wir nur in der Lage wären, den Reifen überall zu 70% zu nutzen, wären wir schon schneller wie alle Hobbyfahrer. Von dem her ist es aber der Beweis dafür, dass es keinen Sinn macht, den Reifen zu 100% oder zu 95% oder gar zu 102% am Scheitelpunkt in maximaler Schräglage, die schon gefährlich ausschaut, wenn das Moped so schräg ist, ne? Da so hohe Risiken zu nutzen, um den Reifen da so zu überfahren, wenn ich an 3/4 der Strecke den Reifen gerade mal zu 50% nutze. Weil der Profi einfach hergeht und sagt, okay, ich nutze das Potenzial da, bis ich bei meinen Prozentsätzen bin. Aber ich will nicht über die 100% hinaus. Ich will in meiner Reserve bleiben. Hin und wieder kann es sein, dass ein Vordermann irgendeinen Fehler macht und du musst korrigieren. Und diese Korrektur wäre nicht möglich mit über 100%. Sondern die ist nur möglich mit 90%. Da kannst du nochmal nachdrücken oder kannst vielleicht nochmal einen Meter enger gehen oder nochmal enger rein oder so. Dann kannst du solche Späße machen. Das geht nur mit dieser Reserve. Deswegen denk mal drüber nach, wo du deinen Reifen zu 100% oder gar mehr schon genutzt hast und wo du sagst, hey komm, hey, da muss ich ja quasi... So nach dem Motto. Und glaub mir eins, das Motorrad kann am Kurvenausgang in 30, 35 Grad Schräglage so viel an Grip aufbauen durchs Beschleunigen. Ich habe jetzt erst wieder, wo wir im Slowakiering waren, da war der Mario vom Mototech, der hat die Fotos und die Videos gemacht. By the way, wirklich tolle Videos, tolle Fotos. Und der hat zu mir gesagt, an so einer engen Linkskurve, da geht's raus. Und dann sagt er, Alter, die geht ja nochmal aufs Hinterrad da. So in 30 Grad Schräglage kommt die halt nochmal hoch, weil da habe ich den Grip. Und da siehst du richtig, wie sich der Reifen verwindet und sich da einbeißt. Da kann nicht viel passieren, dass ich da mit einem Highsider abgehe bei 30 Grad Schräglage. Wenn ich bei 45 Grad Schräglage so ans Gas ziehe oder nur ein Achtel so viel ans Gas ziehe, dann rutsche ich weg. Aber ab 30 Grad, da geht so viel. Und das Gefühl muss man mal entwickelt haben, dass man merkt, was da eigentlich möglich ist. Deswegen schreib es gerne mal rein. Ich hoffe, das war hilfreich. Nutzt du deinen Reifen auch zu 90% oder hast du es in Zukunft vor? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich gerne auf einen Daumen hoch freuen. Natürlich auf ein Abo, falls du mich noch nicht kennst. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.